Also, die unterschiedlichen Textsorten, Textgestalten, ebenso wie in welche Situation spricht der Text ursprünglich. Das müssen wir mit bedenken, das gehört zum Kontext. Ja, wir haben nicht nur den Text, sondern auch einen Kontext. Wenn wir einzelne Verse oft isolieren, passiert so oft in der Diskussion. Manchmal auch, wenn man da sitzt, auch in der Gruppe mit dem biblischen Text, und wir einfach, das kann man ruhig machen, die Gedanken schweifen lassen und zu gucken, was löst das eigentlich in mir aus jetzt, dieser Text. Aber wir dürfen dann nicht meinen, dass das, was uns da einfällt, der biblische Text ist oder dass das da drin steht. Ganz oft, wenn Sie mal gucken, ich weiß nicht, ob Sie Erfahrungen dann in solchen Gruppen haben, da wird weniger darüber gesprochen, was da steht, sondern eigentlich, was da stehen müsste. Steht aber leider da nicht. Ja? Ach, der Jesus hat da ganz bestimmt, ja, muss dann immer sagen, sorry, Punkt, steht da aber nicht. Doch, aber ich bin mir ganz sicher, dass, ja, das hilft alles nichts, ja. Da kann man nur auch den alten Dr. Luther zitieren, ja, das Wort, sie sollen lassen, stand. Wir haben nichts anderes als Grundlage. Und wenn man, das kann man ja machen, da kann man irgendwie sozusagen als eigener Romancier diese Evangelientexte weiterspielen und so, muss uns aber der Unterschied deutlich bleiben, ja. Denn wenn sich das verwischt, dass ich mir wünsche, dass da was steht, oder ich mir gut vorstellen kann, das ist schön. Das kann auch bereichern, aber das ist noch nicht, da findet das eine Grenze auch in der Vermittlung. Also wenn wir, deshalb ist Bibel, um das sozusagen in der Schlussbemerkung zu sagen, das ist auch ein konfessioneller Unterschied in der Sicht. Die reformierten Kirchen sagen, aufgrund katholischer Vernachlässigung der Heiligen Schrift, sola scriptura, es gibt jetzt nur die Schrift, das ganze Zeug mit Lehramt und Gedöns und Hierarchie, das brauchen wir nicht. Obwohl es natürlich auch in der reformierten Kirchen Hierarchie gibt und gar nicht schlecht, aber anders. Also ich bin noch mit einigen evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern befreundet. Also wenn wir miteinander über die Hierarchie reden, das unterscheidet sich noch nicht mal graduell. Ja? Also von daher muss man da auch das nicht immer so gegeneinander ausspielen. Das ist dann schon irgendwie gleich, ob das Landeskirchenamt oder das Generalvikariat ist, das ist dann wirklich nur eine nominale Geschichte. Aber sola scriptura heißt, wir haben nur die Schrift. Das ist ein neuzeitliches Phänomen, weil es ein bisschen natürlich in der Geschichte zu kurz greift. Denn die Schrift, wir haben das heute bei der Kanonbildung gesehen, gibt es nicht ohne die Kirche. Also das wäre die katholische Sichtweise. Die Kirche bringt ja erst die Schrift hervor. Wer sind denn die Gemeinden? Wer sind denn die sozusagen Paulusbriefe lesen oder Evangelien aufschreiben? Das ist doch Kirche. Man kann nicht sagen, gut, wir warten mit der Kirche, also da sind wir Gruppen und dann machen wir 120, machen einen Schnitt, da ist alles aufgeschrieben und dann entsteht so etwas wie Kirche. Ja, sondern das ist ein Prozess, der sich verzahnt. Eines bringt das andere hervor. Und deshalb ist das ein wichtiger Prozess der Durchdringung. Aber was, wenn man ins Neue Testament schaut, das ist natürlich etwas Großartiges. Es gibt verschiedene Arten, Kirche zu sein. Ich würde nicht so weit gehen, wie Ernst Käsemann, ein evangelischer Exeget, der vor Jahrzehnten gesagt hat, das Neue Testament bedingt im Grunde genommen die Unterschiedlichkeit der Kirchen, also bis hin zur Spaltung. Sondern die Kunst wäre ja gerade, was wir ja jetzt in der letzten Woche zum Beispiel an einem Beispiel gesehen haben, ja, dass es unterschiedliche Arten gibt oder ganz neu, das geht dann immer unter, weil natürlich alle berichten darüber, dass der Papst dreimal den Türken angelächelt hat, ja, das ist ja wohl selbstverständlich, ja, oder dass er irgendwo in der blauen Moschee nur in den Socken rumgelatscht ist, ja, als wäre das Eigentliche eines solchen Besuches, aber die innerkirchlichen Botschaften, die der setzt, mit seiner leisen Stimme und wenn er da so ganz schön geistig herumspricht, ja, da kommen sie erst wieder in 10 Jahren drauf. Das ist zum ersten Mal meines Wissens, dass ein Papst die Pluralität auch der Liturgien lobt und sagt, dass es vielleicht ein Fehler war, 1970 alle über einen Kamm zu scheren und alle nach dem Messbuch Paulus VI. Irgendwie zu sagen, komm, friss oder stirb, ja, entweder das oder sonst nichts.
Den gleichen Fehler hat ja Trient schon gemacht, ja, eine Einheitsliturgie einzuführen und die ganzen Sonderliturgien, Mailand, Mozarabisch, spanische Liturgie, ja, alles einzukassieren und zu sagen, das können wir alles nicht kontrollieren, jetzt können wir die Bücher drucken, jetzt gibt es nur ein Buch und das müsst ihr alle nehmen. Schwierig. Mit dem Ergebnis, dass sich eh keiner dran hält. Noch nie gab es so ein einheitliches Buch wie heute. Alle haben irgendwas anderes auf dem Altar liegen, was selber gestrickt ist, aus irgendwelchen Hosentaschen hervorgezogen, ja, was dann da gesprochen wird. Nur nicht mehr das. Aber das ist natürlich die Gegenbewegung zu einer zu starken Vereinheitlichung, die dem Leben nicht entspricht. Der Blick ins Neue Testament zeigt etwas anderes. Also wenn ich jetzt einmal aufs Neue Testament, wenn ich mal das Alte jetzt beim Phänomen Kirche nicht außen vor lasse, das gehört immer mit dazu. Also eine Pluralität ist, auch eine kirchliche Pluralität, ist im Neuen Testament grundgelegt. Es ist ein Riesenunterschied, das werden wir noch sehen, zwischen einer paulinischen Gemeinde in Korinth, wo Paulus zwar auf die Nase fällt mit seinem gruppendynamischen Experiment, das er da veranstaltet, aber er macht es. Und einer Gemeinde in Philippi, wo er dann plötzlich schon, was natürlich von bestimmten ideologisch vorgefärbten Richtungen anders übersetzt werden muss, ja, da redet er plötzlich Episkopoi und Diakonoi an. Bischöfe und Diakone würden wir das übersetzen. Ob das natürlich, das ist noch niemand, der sozusagen in so einem dreieckigen Hut und mit so einem Stecken durch die Landschaft zieht, ja, und segnend das Volk grüßt. So jemand wird das noch nicht sein, ja. Aber dass Paulus auf der einen Seite in Korinth Mühe hat, überhaupt irgendwie eine Form von Struktur in diesen Laden zu bringen und auf der anderen Seite offenbar eine hochstrukturierte Gemeinde hat, wo es schon irgendwie Amtsträger gibt, die am Anfang angesprochen werden. Wenn es die nicht gäbe, egal ob die jetzt eine Mütze auf dem Kopf haben oder noch was hinter sich herziehen oder ein Podest oben unter sich haben, ist ja jetzt mal wurscht. Ja? Jedenfalls haben sie Funktionen in der Gemeinde. Das können viele nicht zusammen denken. Und sagen, also kann das gar nicht sein. Hat man später in den Text reingefummelt, hat der Heilige Paulus sicher nie geschrieben. Ja? Ja, Paulus ist zu sowas fähig, ein alter Dialektiker. Ja? Bei dem war das oft so, dass er das Jesuswort umsetzt, da wusste die Linke nicht, was die Rechte tut. Oder er wusste schon, aber er hat es gut säuberlich voneinander getrennt. Ja? Diese Pluralität, die möglich ist, und trotzdem, und das ist eben das, wo wir das von der anderen Seite wieder wissen, wir sind eine Kirche. Also das ist ja ein altes philosophisches Problem auch, das im Neuen Testament im Grunde genommen gelöst ist, Einheit in Vielfalt. Wie verhält sich das Viele zu dem Einen? Gibt es, und die Frage ist dann immer, was ist denn das Verbindende? Ja? Das ist natürlich, ich sage mal, für Katholiken ist da natürlich den Dogmatikern, wie auch den anderen, ist natürlich ein Schock in die Glieder gefahren, als von der reformierten Seite unterstellt wird, naja, Kanon, Neues Testament ist alles schön und gut, uns ist die Heilige Schrift auch sehr wichtig, aber alle Schriften passen uns nicht. Das ist ein Kulturschock im kollektiven Gedächtnis, der in den Knochen noch sitzt. Weshalb es von katholischer Seite immer die Unterstellung gibt, so ein bisschen beliebig, ne? Was dem nicht passt, streichen dann einfach raus. Ne? Was wir natürlich umgekehrt auch tun. Wir sagen das nur nicht so laut. Ja? Manche Sachen sprechen wir dann halt eben nicht so Dings aus und machen das typisch katholisch, indem wir das noch dreimal einbalsamieren und dann klingt das nicht so scharf. Ja? Also dieser selektive Prozess, der stattfindet, der ist überall zu beobachten. Bis dahin, dass Texte des Stundengebetes ganz eliminiert werden, unsere Texte der Heiligen Schrift, die wir sagen, nee, das kann man heute nicht mehr sagen. Ich meine, auch unsere Leseordnung ist ja sehr selektiv, ist ja schon gut, dass es die überhaupt gibt. Und die ist sehr üppig auch, Gott sei Dank, aber es wird beileibe nicht alles gelesen. Also die Evangelienstelle, wo die Mutter Jesu und seine Brüder zu Jesus kommen und ihn für verrückt erklären, die werden sie vergeblich in der Verkündigung suchen. Weder werktags noch sonntags kommt die vor. War immer für mich eine Paradestelle mit Firmlingen. Stand in der Mund tagelang offen. Das war genau ihr Problem. Ja? Also, dass das bei Jesus auch vorkommt, dass der auch für Mischubel gehalten wird von seiner eigenen Bagage. Ja? Es ist also, macht so ziemlich jeder 16-Jährige durch. Ja? Entweder so rum oder so rum, je nachdem. Ja? Aber da gibt es Ansatzpunkte im Neuen Testament, die interessant sind. Die natürlich in so eine glatt gebügelte Dogmatik nicht reinpassen. Aber die in den biblischen Text hineingehören, weil die eben lebendig sind. Weil das, was wir in der Heiligen Schrift Wort Gottes nennen, zugleich auch unser Leben betrifft. Und es gibt kaum eine Lebenssituation, ich vermag mir eigentlich fast keine vorzustellen, das kann natürlich an meiner beschränkten Fantasie liegen, eine Lebenssituation, die von der Heiligen Schrift nicht erfasst wird. Denken Sie nur mal an Gemütsäußerungen.
Das ist nicht immer nur nett. Sie haben die ganze Bandbreite. Sie haben die ganze Bandbreite von Freude, Glück, Dankbarkeit, tiefer Trauer, Depression, Zorn, Wut, Hass, alles. Aber nicht im Sinne von lexikalischer Auflistung, sondern von Lebensbeispielen. Und das ist interessant zu sagen, wie wird uns das hingelegt in der Heiligen Schrift? Wie wird uns das präsentiert? Das heißt, es ist eine Schule, wie wir leben können. Wie können und sollen wir damit umgehen?